Meine Güte, was für ein Jubiläumsjahr, 175 Jahre Bonifatiuswerk. Herzlichen Glückwunsch dazu, das soll euch erstmal einer nachmachen. Ich habe eine ganz besondere Verbindung zum Bonifatiuswerk. Eigentlich sind es zwei Verbindungen. Alle unsere Kinder sind mit dem Bonibus zur Vorschule gebracht worden, damals in Hamburg. Da denke ich gerne dran, weil die sicher wie in einer Sänfte geschaukelt durch die Diaspora in ihre Vorschule gebracht worden sind. Und natürlich Hashtag Wir retten Ostern. Haben wir eine Aktion gemacht, einfach aus dem Boden gestampft mit ganz viel Mann- und Frau-Power. Es hat richtig Spaß gemacht. Mit dem Bonifatiuswerk aus Paderborn verbinde ich meine Kindheit. Ich verbinde damit meinen Glauben, weil als ich ein kleiner Junge war und in meine Heimatgemeinde zur Kommunion ging, war mit der ersten Heiligen Kommunion die Spende verbunden für das Bonifatiuswerk, für alle Kinder. Und heute verbinde ich natürlich mit dem Bonifatiuswerk eine unglaubliche Unterstützung für Menschen hier in Deutschland, Christinnen und Christen, die finanziell nicht so gut unterwegs sind und natürlich einen großartigen Einsatz für die Mission, für die Verbreitung des Evangeliums, die Freude am Glauben in vielen Ländern dieser Welt und kann dafür nur dankbar sein. 175 Jahre Bonifatiuswerk. Gratulation erstmal dazu. Was mich so verbindet mit dem Bonifatiuswerk, ist tatsächlich das brennende und schon manchmal auch das einwillige Herz für unseren Mitmenschen. Die Nächstenliebe und vor allem das Einsetzen mit Tatkraft, auch was umsetzen, was bewegen, liegt uns allen, glaube ich, alle Mitglieder vor allem im Herzen. Und deswegen Glückwunsch und vor allem, wir müssen einfach weitermachen. I wish to be blessed, you know, by God a lot. I wish also for growing more for the diaspora, as you say, to bring more benefits to the people. And I wish all the best and many, many, many more years. Italians say cent'anni, which means 100 years, but you already have 175. So I would say 1,000 years more. Wenn ich an unsere Kirchen gucke, sehe ich sehr oft ein Schild vom Bonifatiuswerk und da steht, hier hat das Bonifatiuswerk unterstützt. Und für mich als Generalvikar ist das sehr wichtig, dass ich weiß, dass ich mich immer an das Bonifatiuswerk wenden kann, auch wenn das nicht die rechte Zeit für einen Antrag ist. Aber wenn plötzlich Not da ist, dann kann ich anrufen und dann werde ich immer geholfen. Auch die Tatsache, dass eine Ortskirche, in diesem Fall die deutsche, sich für die nordische Kirche interessiert, sie kennenlernen möchte, dass da Reisen hin organisiert werden, dass wir Teil einer universellen Kirche sind. Auch wenn es hier nur um den nächsten Nachbarn geht, dann spürt man doch, dass man eben in einer Minderheitssituation nicht alleine ist. Bonifatiuswerk unterstützt viele Projekte in Island, aber das ist nicht um Geld. Das ist sehr wichtig, das ist diese personale Kontakte zwischen. Und vielen Dank für diese personale Kontakte, das ist sehr hübsch. Eigentlich würde ich dem Bonifatius gerne wünschen, was ich jedem der Werke wünschen möchte, dass es es nicht mehr geben bräuchte, dass kein Mensch übersehen ist, dass kein Mensch am Rand steht, dass kein Mensch die notwendige Hilfe nicht bekommt, die er bekommt. Aber das ist natürlich Paradies und von daher wünsche ich dem Bonifatiuswerk weiterhin gute Ideen, gute kreative Möglichkeiten, auch die Idee umzusetzen, die mit dem Werk verbunden ist, nämlich Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Und dafür auch viele, viele ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesem Auftrag sich verschreiben und von daher dieses Werk in die Zukunft treiben. Zum Geburtstag wünschen wir dem Bonifatiuswerk, dass es noch 175 Jahre so weitermachen kann, und zwar mit der Zähe und mit so viel Mut, wie der heilige Bonifatius auch gehabt hat. Ja, 175 Jahre, das ist ein stolzes Alter und man kann dem Bonifatiuswerk nur wünschen, dass es noch viele Jahre solidarisch mit den Katholiken in Osteuropa, in Skandinavien, da wo die Katholiken in der Minderheit sind, noch viele Jahre wirkungsvoll tätig sein kann. Wow, Bonifatiuswerk, 175 Jahre, meine Güte, wow, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Yeah, happy Birthday. Wow, ganz toll, meine Güte, alle diese Jahre bestimmt Hohen und Tiefen und Herausforderungen und ihr seid noch da und ihr macht wichtige Arbeit immer noch und das ist einfach
Wunderbar, oder? Echt, 175 Jahre. So alt seht ihr noch gar nicht aus. Ja, immer wieder haben wir ja Dinge zusammen machen mit, dürfen mit euch. Zuletzt auf dem Katholikentag. Ich erinnere mich, wir haben Gottesdienst gefeiert im Erfurter Dom. Und vor allem beeindruckt haben uns zwei isländische Nonnen, die einfach so gestrahlt haben. Und dass ihr anderen Menschen ermöglicht, die dieses Strahlen haben, den Rücken zu stärken und in ihren Communities da zu sein für Menschen und wirklich vom Glauben zu sprechen, von Jesus zu sprechen, Gott unter die Menschen zu bringen, das ist so ein wertvolles Geschenk. Absolut. Also wir können euch nur sagen, mach weiter und Gottes Segen für euch. Und er trägt euch, er behütet euch und er segne euch einfach. Also, go on with the blessing of the Lord. Gott mit euch. Blessings.